Hi ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Also, heute habe ich mir mal wieder ein Thema ausgesucht und ja, ich weiß noch gar nicht, wie ich anfangen soll, weil viele Menschen werden dieses Thema als sehr schwierig betrachten, aber in meinen Augen ist es eigentlich eines der einfachsten Themen, die es gibt. Und zwar das Thema Glauben. Man kann es kaum glauben, entschuldigt. Aber es ist nun mal so. Ich bin früher oft gefragt worden, an was glaubst du? Oder auch damals im Religionsunterricht oder so wurdest du oft gefragt, dein Glaube zu Gott muss unermesslich sein und so weiter und so fort. Es gab so viele Leute, ich habe auch eine sehr katholische Tante, die mir immer gesagt hat, wenn ich nur lang genug an Gott glaube, dann wird es all meine Probleme lösen. Oder auch vor kurzem war es so, dass ich überlegt habe, was zu basteln und meine Großmutter mir dann den Tipp gegeben hat, ich soll doch einfach mal kurz ein Gebet absetzen, vielleicht würden mir da neue Ideen kommen, die ich davor noch nie hatte. Aber das Ding war, ich wollte einen Computer zusammen basteln, habe aber gar keine Ahnung, wie das funktioniert und da habe ich mir dann so gedacht, das funktioniert glaube ich so nicht, weil du lernst nicht etwas nur dadurch, dass du betest. Und ja, dann ist mir irgendwie so bewusst geworden, dass Glauben für jeden etwas anderes bedeutet und dass Glauben etwas anderes sein kann. Die erste Sache, die ich auf jeden Fall für mich gelernt habe, ist, ich habe mich auch die letzte Zeit mit vielen verschiedenen Religionen auseinandergesetzt und beschäftigt, unter anderem dem Judentum, dem, leider Gottes kenne ich aktuell keinen jüdischen Menschen, weil sonst hätte ich die auch befragen können. Den Islam, da habe ich jetzt aber wieder jemanden gefunden, der so lieb war und mit mir drüber gesprochen hat. Und ja, was ich so für mich rausgefunden habe, ist, dass die Grundsäulen des Glaubens, des religiösen Glaubens, irgendwie viel miteinander gemeinsam haben, nämlich einfach dieses, man soll den Nächsten, man soll nicht morden und man soll Güte haben, man soll nett sein und man soll lieben. Also im Sinne von, sei immer so liebevoll zu den anderen, wie es dir möglich ist. Oder ja, einfach dieses Liebe und Vergebung. Und ja, ich für meinen Teil, wenn man mich fragt, an was ich glaube, ich bin jetzt niemand, der sagen würde, ich glaube an Gott. Weil ich einfach nicht weiß, es gibt so viele Götter da draußen, Gott der Allmächtige. Da weiß ich einfach nicht, welchen soll man dann glauben. Ich bin da einfach niemand, der sagen würde, mein Gott ist der absolut Einzige, der existieren darf und der ist sowas von Weltklasse, dass ich jetzt da nur an den glauben kann. Aber woran ich ganz fest glaube, ist an Karma. Ich glaube daran, dass es sowas, wer Gutes tut, dem widerfährt Gutes, wer Böses tut, dem widerfahren böse Dinge. Aber ich glaube nicht nur so in diesem Schwarz-Weiß-Ding dran, sondern ich glaube auch im Sinne von, wenn du der Welt entgegentrittst mit einem Lächeln, lächelt sie zurück. Aber wenn du eben die Welt immer nur als einen furchtbaren Ort siehst und immer nur das Gefühl hast, dass jeder dir was Böses will, dass es eben dann auch so ist, dass die Welt dir das sozusagen beweist, dass es so ist. Und ja, da denke ich irgendwie, das ist so meine Art des Glaubens. Ich glaube aber auch in gewisser Form an Gott, weil, das muss ich jetzt kitschig anhören, aber und ich wäre jetzt wirklich jedem verbunden, wenn das nicht meiner Mom erzählt, aber für mich ist der Beweis dafür, dass es Gott gibt, dass ich meine Eltern gefunden habe, weil wir müssen mal überlegen, wie ich schon mal im Mittwochsvideo erzählt habe, einfach diese ganzen, der richtige Zeitpunkt und einfach, dass so viele richtige Zeitpunkte zusammengekommen sind und so viele Wege, dass es dann irgendwie Schicksal war, dass ich meine Eltern getroffen habe, weil ich meine, ich bin jetzt nicht von ihnen auf die Welt gebracht worden, von ihnen. Es klingt so, als ob mein Vater auch da voll dabei gewesen wäre. Nein, also meine Mutter ist ja nicht meine biologische Mutter und trotzdem ist sie meine Mom. Und einfach dieses, ja, dass wir uns kennen, dass wir miteinander Zeit verbringen, dass sie mich großgezogen hat, dass ich, auch wenn es mir manchmal nicht passt, nach ihr und meinem Vater komme. Ich habe in letzter Zeit immer diesen Witz, wo ich zu meinen Eltern sage, wenn es ums Schlafen geht, komme ich nach euch beiden. Aber total. Ich habe die leichten Einschlafschwierigkeiten von Mom und die schlaft dann auch, wenn ich schlafe, durch wie Dad, wie ein Stein. Das ist immer so dieser Witz, den ich habe. Und einfach so dieses,
Ja, dieses, dass wir uns kennengelernt haben, zeigt mir, dass es da draußen irgendwo schon noch was Größeres geben muss, was Schicksal ist. Und ich habe vor kurzem auch irgendwo diesen Text gelesen, dass jemand gesagt hat, wenn der Mensch aufhört zu glauben, einfach aufhört und an nichts glauben kann, dann ist er verloren, in sich verloren. Und ich hatte Zeiten in meinem Leben, wo ich echt an gar nichts geglaubt habe. Da war so mein Motto, wer nichts glaubt, der kann nicht enttäuscht werden. Und in diesen Zeiten bin ich mir auch echt oft verloren vorgekommen, so im Nachhinein betrachtet. Und ja, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt diesen klassischen Glauben habe, im Sinne von, ich gehe in eine Kirche oder ich glaube, ich bin jemand, der unbedingt bibelfest ist, wenn ich jemand sagen würde, ich glaube an etwas, aber ich glaube eben nicht so in diesen Rastern. Ich glaube nicht an Gott, so richtig, ich glaube nicht an Allah, ich glaube nicht an Jehova, ich glaube nicht an Buddha, aber ich glaube einfach daran, dass es irgendwo da draußen etwas viel Größeres gibt, als wir Menschen es uns je vorstellen könnten, was uns alle beschützt und für jeden da ist und jedem und vor allem jedem gegenüber gütig ist und vergeben kann. Weil, ja, das ist für mich so dieses wahre Zeichen von Größe, wenn man einfach in der Lage ist, anderen zu vergeben und es dann auch wirklich tut. Nicht nur sagt, ich vergebe dir und dann trotzdem noch auf der Sache rumreitet, sondern wirklich vergibt und dann auch so nicht vergessen, aber einfach sagt, es ist dann auch gut für mich. Für mich heißt aber auch, was sehr Wichtiges in meinem persönlichen Glauben ist, den Glauben von anderen zu akzeptieren. Einfach zu akzeptieren, dass nicht jeder, wie ich, sagt, ja, ich glaube hier jetzt an das und das und du musst jetzt das auch glauben. Für mich heißt das Wichtigste am Glauben überhaupt, ich akzeptiere, dass es da draußen viele Möglichkeiten gibt zu glauben. Ich meine, es gibt so viele Religionen, um mal ein paar zu nennen. Es gibt die katholischen, die evangelischen, die Muslime, die jüdischen, die Buddhisten, die Scientologen. Es ist auch eine Glaubensrichtung, man kann sagen, was man will. Es gibt sogar solche Leute, die an Star Wars und Star Trek glauben. Also, oder es gibt auch wirklich Leute, deren Gottheit ist Apple. Also, und ich für meinen Teil, ich will einfach nicht sagen, du hast ja wohl einen Knall, weil du an Apple glaubst, sondern für mich ist das in Ordnung. Für mich ist es einfach komplett in Ordnung, wenn mir jemand sagt, ich glaube an nichts, ich glaube an das oder ich glaube an das. Natürlich, was mich immer erfreut, ist, wenn mir jemand sagt, ich glaube an dies und das, wenn er dann auch bereit ist, mir etwas über seinen Glauben zu erzählen, damit ich ein bisschen es verstehen kann. Und ich gebe mir dann auch sehr viel Mühe, es zu verstehen. Und ja, dadurch lerne ich dann ja auch wieder neue Sachen kennen und das ist einfach sehr interessant. Aber ich finde, das Wichtigste ist einfach die Akzeptanz, dass nicht jeder dasselbe glaubt wie du. Und dass du nicht immer sagen kannst, mein Glaube ist das Nonplusultra, das Ultimative und darüber hinweg oder darüber hinaus darf es nichts anderes geben. Weil, wie ich schon oft sage, Vielfalt bedeutet nicht nur, dass man optisch vielfältig zusammenlebt, sondern dass man auch mit vielen verschiedenen Kulturen und Religionen und Erfahrungswerten. Und es gibt so viele Sachen, die ich einfach so interessant finde. Als Beispiel, ich würde sehr gerne mal Hanukkah feiern, weil ich einfach gerne wissen würde, wie das funktioniert. Aber jetzt nicht nur so im Sinne von es feiern nach einer Anleitung, sondern einfach jemanden Jüdischen kennenlernen, der mir vielleicht so nett ist und mit mir zusammen Hanukkah feiert. Oder Ramadan kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil ich kann nicht fasten. Es tut mir leid, ich bin ein kleiner Mampf, sag ich. Ich esse zu gerne. Und das auch bei Tag. Ich esse ja nicht sehr gerne spät abends. Da bin ich dann eher am Schlafen oder Arbeiten. Also das würde jetzt nicht funktionieren. Aber ich würde mich auch einfach mal für andere kulturelle Geschichten interessieren. Ich würde mich auch wirklich mal interessieren, ob es bei den Buddhisten solche Feste gibt, so Weihnachten, Neujahr oder sowas, wo man sich einfach trifft. Und ja, ich finde einfach, das Wichtigste für uns ist nicht, dass unser Glauben fest ist und zementiert im Sinne von unser Glauben ist der Größte, sondern dass unser Glauben etwas Offenes und auch etwas Fließendes sein kann. Etwas, wo
ja, wo sich entwickeln darf. Einfach weiterentwickeln. Nicht nur heute, hier und jetzt sofort muss es so und so immer, immer und ewig sein, sondern dass man vielleicht auch einfach mal seinen Glauben, man darf seinen Glauben leben, man kann seinen Glauben ausleben, aber dass man eben auch anderen Kulturen, anderen Glauben eine Chance gibt, einfach eine Chance auf dieser Welt zu sein. Einfach nur, ja, keine Angst davor haben, dass man überrollt wird von anderen Glauben. Und das ist ja so albern, weil, ja, wir sind alle nur Menschen und jeder braucht etwas, woran er sich festhalten kann. Und viele Menschen halten sich nur mal an dem, was sie glauben, fest. Und ich bin einfach der Ansicht, wir sollten den Menschen nicht ihren Halt nehmen, nur weil uns das nicht in unsere Weltbilder passt, in unser Weltbild. Ich hoffe jetzt irgendwie, dass meine Nachricht ankommt und dass es nicht so rüberkommt wie ein Angriff, weil ich möchte einfach sagen, dass ich gegenüber allen Religionen offen bin. Und dass ich einfach hoffe, dass wir in einer Welt leben, in der die Religion nicht ein Grund ist, einen Menschen auszugrenzen, sondern dass wir einfach in einer Welt leben, wo die Religion nur eine von vielen Sachen ist, die einen Menschen ausmacht, aber wir den Menschen kennenlernen wollen. Und nicht nur das, was er glaubt oder wie er aussieht oder was er spricht. Ja, irgendwie glaube ich, dass das meine Nachricht so sein sollte. Ja, ich würde mich interessieren, was ihr denn so glaubt zu diesem Thema. Okay, das war ein schlechtes Wortspiel. Entschuldigt, Flachwitz, Moment. Aber ja, ich würde mich wirklich interessieren, was ihr so glaubt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also, ich würde mich auch interessieren, was euch so bewegt. Oder was ist für euch wichtig? Erzählt es mir einfach. Wenn ihr mögt, einfach hier auf Facebook, hier auf YouTube oder eben auf Facebook. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter schreiben oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben an die bell.rietemeyer@outlook.com. Ich hoffe, ihr habt noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Tschüss!